Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Real Life Story. Heute möchte ich euch erzählen, weswegen ich so lange krank bin und weswegen das jetzt auch noch bis zum Ende des Monats. Also, am 25.10. bin ich praktisch zum Arzt gegangen wegen Magen-Darm. Also ich dachte, es wäre wegen Magen-Darm. Jedenfalls tat mir auch mein Bauchnabel weh und das sollte sich halt mal der Arzt anschauen. Ja, dann war ich beim Arzt. Der Arzt drückte dann praktisch auf den Bauchnabel. Das tat natürlich weh. Müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Nadelstich, nur noch ein bisschen döller. Also so tat das in der Hinsicht die ganze Zeit weh. Und dann hat er mir praktisch Jod dann raufgepackt und dann Wundpflaster raufgeklebt. Und dann bin ich halt in der nächsten Woche halt dann wieder bei ihm gewesen. Und dann hat sich praktisch mein Bauchnabel gedreht gehabt. Und auch an der anderen Seite war es so ein bisschen weißlich. Also müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Kugel, die auf der einen Seite, wo man so Haut sieht, und auf der anderen Seite so weiß. Und ich wusste halt überhaupt nicht, wodurch das so ist. Ja, jedenfalls war ich dann halt beim Doktor gewesen und der meinte dann, ja, da können wir jetzt erstmal nichts machen, du solltest jetzt am besten zu einem Chirurg gehen und wenn ein Chirurg keine Zeit hat, gleich zum Krankenhaus weiter. So, dann bin ich zum Chirurg um meine Ecke gegangen, der hat sich das angeguckt und meinte so, ja, sie können gleich ins Krankenhaus und hat dann die Überweisung alles fertig gemacht. So, an den Tag habe ich dann noch meine Sachen gepackt, alles schnell in den Rucksack reingepackt. Ihr kennt es ja, man vergisst irgendwas immer. Also ich habe Anziehsachen eingepackt, Schlüpfer und so weiter. Irgendwas zur Beschäftigung, weil ich wusste ja nicht, wie lange ich an dem Tag dann irgendwie da bin oder ob ich dann nächsten Tag noch da bin und so weiter. Habe ich halt alles zusammengepackt. Ja, dann war ich halt da und wurde halt direkt dann in die Notaufnahme geschickt. Und dann war ich halt in diesem einen Zimmer, in diesem einen Behandlungszimmer, da lag halt dann noch ein Bett, habe mich halt erstmal hingesetzt, habe in der Zeit gelesen und dann kam halt die Krankenschwester rein und meinte, ja, sie können sich ja jetzt schon hinlegen, ich schaue mir das kurz mal an. Die war ziemlich neugierig, also ich denke mal Azubine auf jeden Fall. Und dann lag ich halt da und man hat halt diese komische Kugel gesehen, wo ich mir einfach so dachte, oh Gott, was ist das bloß, was ist das bloß? Und dann kam die Chirurgin rein und meinte, ja, ich nehme jetzt mal eine Pinzette und das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Ah, also es ging vom Schmerz her. Dann hat sie praktisch den Bauchnabel in die andere Richtung gebogen, also das Haut. Und dann hat sich praktisch dieses weiße Zeug einfach rausgeschoben. Also dieser Eiterbeutel. Und dann meinte sie, ja, also entweder sie kommen am Ende der Woche nochmal wieder oder wir machen dann am nächsten Tag dann die Operation und schauen, ob da noch mehr ist. Und ich habe mich dann einfach für die Operation entschieden, weil ich mir dachte, ey, du gehst doch nicht nächste Woche nochmal hin und dann ist nochmal mehr. Darauf hast du auch keinen Bock. Ja, dann am nächsten Tag früh aufgestanden, 8 Uhr, dann dachte ich so, ich habe um 12 meine Operation. Nee, ist nicht. 14 Uhr. Und dann kriegst du ja so einen Kittel angezogen, also so ein Hemd. Und wenn du es so anziehst, das ist ja wie eine Schürze in der Hinsicht. Vorne hast du halt Ärmel, ziehst es halt über und hinten bist du halt komplett nackt. Also das habe ich halt dann angezogen und dann ging es halt dann 14 Uhr halt dann in die OP und dann wurde ich halt von diesem Bett dann auf so eine Rollwinde oder so ein Rollbrett praktisch draufgepackt und dann auf das OP-Bett gelegt. Ja, und dann habe ich nur noch mitbekommen, wie ich dann die Maske aufbekommen habe, mir noch ein bisschen was kurz gesagt wurde, atmen Sie tief ein und dann war ich weg. So, als ich dann aufgewacht bin, bin ich mit mordsmäßigen Schmerzen aufgewacht. Das tat sowas von weh, mir liefen die ganze Zeit nur die Tränen, wie sonst was, ich konnte echt nicht aufhören zu flennen, weil das tat echt ganz schön weh. Also mir tat wirklich alles weh. Und ich habe dann auch mehrere Schmerztabletten bekommen und dann, als ich dann oben war, also aus dem Fahrstuhl rauskam, da stand schon meine Schwester und ich fing halt total gleich los zu weinen. Und der Grund, weswegen ich dann irgendwie losfahren musste, überkam einfach wirklich alles. An dieser Stelle muss ich sagen, also ich hatte mir halt an dieser Stelle halt gewünscht, dass ich irgendwie eine Freundin habe und so weiter und kam es halt ein bisschen über mich. So, dann bin ich halt in dieses Krankenzimmer reingekommen
Und ja, habe halt trotzdem noch die ganze Zeit geweint und hatte halt übelst große Schmerzen. Und in der Nacht war das dann auch noch so eine Situation, die echt krass war. Also ich hang dann praktisch an diesem Tropf und durfte ja nicht aufstehen. So, am nächsten Morgen, also ich hatte vorher ja schon der Krankenschwester gesagt, ich muss auf Toilette. Pinkeln. Also ich habe es ja erst versucht mit Ente. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich lag dann so im Bett und habe mich so versucht zu drehen, das ging ja auch so, aber hat halt wirklich echt alles geschmerzt und wollte ich versuchen in diese Ente reinzupinkeln, es ging nicht, das war so wie so eine Blockade, scheiße, was jetzt? So und dann dachte ich mir, wenn das nicht geht, dann musst du jetzt ganz krass, eine ganz krasse Sache machen. Da habe ich zu der Krankenschwester gemeint, ja, ich würde es gerne mal versuchen auf Toilette und ich weiß, dass ich noch nicht aufstehen darf, aber ich würde einfach sagen, ich versuche mich auf den Rand zu setzen und dann über den Rollstuhl und bis zum Rollstuhl dann zur Toilette und dann wieder rüber zu hieven. So, haben wir dann so gemacht, also ich saß dann praktisch auf diesem Rand, bin dann so langsam rübergeleitet auf den Rollstuhl, war halt für mich echt anstrengend. Also ich habe da bestimmt eine Weile gebraucht, um das erstmal hinzukriegen und dann hat praktisch die Krankenschwester mich dann auf die Toilette gefahren und von der Toilette habe ich dann wieder Schwierigkeiten gehabt, halt rüberzukommen. Aber ich habe mir halt so gesagt, ey, das willst du schaffen und weiter. Und dann lief es ja auch so. Ja, und weswegen es dann so alles so schwer lief, habe ich dann am nächsten Tag gesehen. Die Wunde wurde zugetackert. Dass es dann schwierig war, noch mich bei Bewusstsein zu halten, weil sie mussten doch eine längere Operation machen, als sie eigentlich wollten. Sie dachten ja eigentlich, dass es eine kurze Operation wäre und dass ich dann an demselben Tag wieder nach Hause gehen konnte. Aber nein, war ja nicht so. Ja, und dann hat sich da Wundwasser gebildet und dann wurde ich halt entlassen und meinten halt, alles sei okay. Ja, mir hat halt alles trotzdem noch wehgetan. Ich konnte mich kaum bewegen. Ich bin ab und zu ein bisschen gelaufen, aber trotzdem war es irgendwie scheiße. Ja, auf Toilette gehen war schwierig. Also das war dann erst wirklich zu Hause mit Abführmitteln, kann man so sagen. Das war dann wirklich so dann der Traum, dass ich irgendwann mal wieder auf Toilette gehen kann, richtig? Also das war so auch so ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Übernächsten Tag, also nicht am nächsten, sondern am übernächsten Tag, war es halt dann so, dass ich halt dieses Wundwasser, was halt irgendwie immer die ganze Zeit trotzdem noch kam und kam und kam, und dass die Wunde irgendwie nicht richtig gepflegt wurde, hat dann dafür gesorgt, dass ich dann Fieber hatte und dann bin ich halt wieder ins Krankenhaus gekommen, aber diesmal in ein anderes. Ich glaube, das hätte auch weitaus länger gedauert. Ich bin auch froh, dass ich dann in ein anderes Krankenhaus gekommen bin. Und das war auch so eine Tortur. Also ich habe mich dann versucht, so reinzusetzen ins Auto, so ganz langsam. Aber mir hat halt wirklich alles geschmerzt, die Seite. Ich habe die ganze Zeit meinen Bauch gehalten und so weiter. Also das war wirklich ganz schöne Tortur. Und als ich dann da war, müsst ihr euch so vorstellen, ich war so richtig gebeugt, so runtergebeugt. Die Hand so immer vom Bauch und dann so Stück für Stück langsam vorgehievt. Man könnte meinen, ich wäre eine Schnecke. Hat halt echt ganz schön mich niedergedrückt, das Ganze. Und ja, dann war ich halt da, wurde ich halt auf die Trage gelegt und dann ging es mir klein das bisschen besser. Aber nicht wirklich. Und dann wurde halt die Wunde aufgemacht und dann die ganzen Tackernadeln entfernt. Da müsst ihr euch das vorstellen, also ihr wurdet erst getackert und jetzt werden die Tackernadeln entfernt. Das tut ganz schön weh, muss ich sagen. Also getackert zu werden ist nicht so schön. Da fühlst du dich auch so ein bisschen so wie Terminator, also als ob Terminator offene Wunden hätte und die dann mit Tackernadeln versehen würde. Das wurde halt dann gereinigt, praktisch mit so einem Wasser und so weiter und dann desinfiziert und das wurde halt dann dauerhaft gereinigt und ich habe halt dann einen Tropf ranbekommen. Und mein Arm sieht da auch so ein bisschen krass aus, muss ich ehrlich sagen. Also das war dann wirklich so, da habe ich dann schon viele Nadeln reinbekommen und ich habe ja eh was gegen Nadeln, ja. Da wird man schon ganz schön abgehärtet. So, und dann war es halt so, dass die Wunde gereinigt wurde. Dachten die halt noch, dass ich was mit dem Blinddarm habe. Dann wurde halt jeden Tag halt die Wunde gereinigt. Ich habe jeden Tag Antibiotikum bekommen. Und ich konnte laufen, ich konnte alles machen. Meine Wunde war halt offen und da war halt so ein Pflaster, so ein Verband halt drüber. Und innen war dann so ein Zellstoff eingelegt, dass die Wunde sich nicht schließt. So, nach den 2 Tagen
war es dann so, dass ich dann eine Wack bekommen habe. Eine Wack müsst ihr euch so vorstellen, da wird ein Schwamm zurechtgeschnitten und auf diesen Schwamm kommt dann ein Schlauch. Also dieser Schwamm wird erstmal reingedrückt in die Wunde. Das kann schon echt ganz schön verschmerzen so. Und dann wird dieser Schlauch befestigt und dann viele Pflaster rübergeklebt, so eine durchsichtigen Pflaster und so. Falls da irgendwie Wasser aufkommt, dass es dann nicht in die Wunde kommt und so weiter. Die hat dann halt gesaugt und dann müsst ihr euch vorstellen, ihr habt die ganze Zeit so einen Druck, also als ob euch so ein bisschen was rausgezogen wird als Haut. Ja, tut halt ziemlich weh. Auf jeden Fall war es halt gut, dass mein Vater irgendwie auch da war, weil es gab echt wirklich viele Tage, wo ich mir gesagt habe, ich hab keinen Bock mehr, ohne Witz. Ey, das soll einfach nur noch enden. Das ist, manchmal hast du einfach auch so Momente, aber du merkst auch selber, wie stark du eigentlich bist. Erst wirklich, wenn es eine Situation gibt, wo du noch stärker sein musst. Und das hat ja auch alles ganz schön an meinen Nerven gezogen und das, die ganzen Schmerzen und dieser ganze Schlaf, den du ja dann auch nicht hast, das hat alles dann irgendwie dafür gesorgt, dass es für mich schwieriger wurde. Ja. Nachdem ich dann die Wack dann nach den zwei übernächsten Tagen dann rausbekommen habe, das hat dann auch nochmal richtig höllisch gebrannt, weil die Haut gewöhnt sich ja irgendwie, dass da irgendwas ist und ja, dann hat es halt rausgezogen, oh, das hat richtig höllisch gebrannt. Die Wunde hat ja halt geblutet, so soll es ja auch sein. So, an dem Tag wurde dann halt auch noch das zugenäht. Ich weiß, ich erzähle das gerade so ein bisschen schnell, aber ich versuche das alles so ein bisschen gut zusammenzukriegen. Die Nadel war dann so wirklich so wie so ein Haken. Vorher habe ich halt noch Spritzen halt in den Bauch reingeschossen bekommen, 6 Spritzen insgesamt. Langsam, die wurden halt langsam hochgezogen und dann hat sich halt die Haut an dieser Stelle dann so aufgebläht. Somit konnte es halt besser dann auch genäht werden und dann hatte ich halt Musik auf den Ohren, weil ich glaube, ohne Musik wäre das so ein bisschen schmerzhafter, aber ich habe zugeguckt. Also ich muss sagen, seitdem ich dann im Krankenhaus war, habe ich viel zugeguckt, was sie gemacht haben. Selbst bei den Blutaufnahmen, die jetzt nicht schlecht geworden, beim Blutabnehmen oder sonst was. Ich habe zugeguckt einfach. Also, das war wirklich so wie, boah, ist so. Dann wurde ich halt dann am übernächsten Tag entlassen. Und dann bin ich natürlich oft auch dann spazieren gegangen. Und dann, als ich am Freitag wurde ich dann halt entlassen. Da fing es halt dann an zu bluten und dann meinte er, ja, das geht nicht, dass du dich so viel bewegst. Dann habe ich meine Bewegung halt wie eingestellt. Naja, nichts mit spazieren oder irgendwie Sport machen. Sport habe ich eh nicht gemacht. Und die Wunde halt blutet, aber das war halt irgendwie vollkommen normal. Und dann ging es halt trotzdem für mich erstmal zum richtigen Chirurgen, weil Hausarzt hat da nicht immer so richtig viel Ahnung von, gerade von so einem Wund. Das war dann doch was Spezielles und bin ich halt zum Kinderchirurg, beziehungsweise auch der auch Erwachsenenchirurg ist und ja, die haben das halt alles gemacht und dann halt versorgt und dann wurden mir heute halt die Fäden entfernt. Ja, das ging eigentlich mit den Fäden. Was den Schlaf anging, war halt schwierig, muss ich sagen. Also irgendwann hast du halt so ein Ziehen, also dass das Ganze halt zieht und dann kannst du halt nicht wirklich dadurch schlafen, weil das fällt einem dann halt auch schwer, aber du kommst halt weitaus leichter hoch und ich bin jetzt auch weitaus viel mehr spazieren und ich merke halt, langsam geht es mir halt gut. Und ich möchte euch einfach auf den Weg geben mit diesem Video, egal wie schwer irgendwas ist, ihr wisst gar nicht, wie viel Kraft ihr eigentlich habt, weil wenn so eine Situation kommt, habt ihr weitaus mehr Kraft, als ihr eigentlich glaubt. Und ich danke auch nochmal allen meinen Freunden, die für mich auch da waren. Und auch den lieben Arthur, der vorbeigekommen ist, mit dem ich dann spazieren gegangen bin. Es hat einfach gut getan, irgendwie rauszukommen. Weil selber kriegst du dich manchmal nicht dazu überwunden. Und da helfen dir dann Freunde, die auch für dich da sind. Und auch alle Freunde, die für mich da waren. Auch Dominik, auch Nicole und so weiter, die waren halt alle für mich da und das hat mir ziemlich gut getan. Dafür danke ich euch auch nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst keinen Daumen nach oben da zu lassen. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dieser Art, also der Story-Videos, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.